Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast, Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartl und dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Also habe mir dann auch in mein Fastentagebuch geschrieben, so jetzt lässt es wirklich mal häufiger sein, vor allen Dingen so diese in Anführungsstrichen unnötigen Drinks, ja, die lasse ich jetzt mal weg. Und das hat eigentlich nie funktioniert. Und ich würde auch allen da draußen immer wieder sagen, wenn du das Gefühl hast, du nimmst dir sowas vor und das klappt einfach nicht, dann hast du echt ein Problem. Also dann lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzugucken. Ja, einen schönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich am Montag einen ganz tollen Gast bei mir in der Love Sober Podcast Show, und zwar die Carina Teutenberg. Carina kenne ich persönlich und sie ist gelernte Journalistin und hat dann überlegt, dass sie eigentlich was ganz anderes machen möchte. Und wie ihr euch denken könnt, ist sie bei mir auch im Podcast, weil sie ein Thema mit Alkohol hatte. Und darüber wollen wir jetzt erstmal reden, aber dann auch natürlich über das Thema Fasten. Hallo Carina, herzlich willkommen im Podcast bei mir. Hallo Chris, schön hier zu sein. Ja, ich freue mich. Und ich hatte ja das Vergnügen, wir haben uns letztes Jahr im Oktober persönlich kennengelernt auf einer Sobriety-Fastenwoche. Und der Name sagt ja schon Sobriety. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warum hast du aufgehört mit dem Alkohol? Warum hast du dich beruflich verändert? Das sind so viele Fragen. Ja, wir haben viel zu besprechen. Ist doch schön. Ja, super. Ich freue mich. Fang einfach an. Ist deine Bühne. Sehr gerne. Das ist eine lange Geschichte, die ich mit dem vermaledeiten Alkohol habe. Also um ehrlich zu sein, trinke ich oder habe ich Alkohol getrunken, seit ich etwa 15 Jahre alt bin. Ich glaube, da bin ich absolut keine Ausnahme, erst recht nicht, wenn man so aus dem ländlichen Raum kommt, wie ich. Ich komme aus dem Emsland gebürtig. Und im Emsland, da war mal früher, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher war es mal so, dass da der höchste pro Kopf Alkoholkonsum war. Oh. Höher als in Bayern und in den Nachbarorten von der Stadt, in der ich geboren wurde, werden drei verschiedene Schnäpse auch noch gebrannt. Das ist Haselünne und das wurde immer schon Fuselünne genannt. Da gibt es Gärnten und Rosche und Heid und Co. Und es gehörte einfach dazu, dass wir uns das vielleicht etwas manchmal langweilige jugendliche Leben im Emsland, dass wir uns das schön gesoffen haben. Und die Kultur sitzt da einfach schon sehr tief. Ich will mich überhaupt nicht dahinter verstecken. Ich habe auch echt meine Freude dran gehabt, aber hatte damals auch noch kein, sagen wir mal, im Umfeld kein auffälliges Verhältnis zum Alkohol, ne? Also ich habe da genauso mitgefeiert und mitgetrunken, wie es damals tatsächlich fast alle meine Freunde auch gemacht haben. Jetzt im Nachhinein merke ich aber, dass ich besonders viel Laune dran hatte. Also da gab es sicher auch andere. Ich hatte eine Freundin zum Beispiel, Chris, die hatte ein T-Shirt, in case of emergency, bring me a beer, stand da drauf. Ja, also das war so, genau, das war so das Motto. Im Nachhinein merke ich, dass Freundinnen und Freunde, mit denen ich auch heute noch zu tun habe, vielleicht doch immer auch schon früher, ein bisschen früher aufgehört haben als ich. Aber eigentlich bin ich damals so in der Mitte ganz gut mitgeschwommen. Und da Sport und Bewegung eigentlich immer schon wichtig in meinem Leben war, hat das auch nie so wirklich überhand genommen. Wobei,
Da werden wir sicher gleich ja auch nochmal drüber sprechen, was heißt eigentlich Überhand, ne? Wann ist Alkohol zu viel und wann ist es zu wenig? Ich kann dir noch eine lustige Geschichte erzählen, gerne, wenn gerne. Ich hier so offen sein darf in unserem Podcast. Gerne. Es ist eigentlich auch nachvollziehbar, dass ich so gerne Wein getrunken habe, denn ich bin tatsächlich beim Weinfest an der Ahr gezeugt worden. Und nicht nur einfach so beim Weinfest an der Ahr, sondern meine Mutter hat, weil sie da so viel Wein getrunken hat, normalerweise trinkt meine Mutter überhaupt keinen Alkohol, und sie hat also bei diesem Weinfest so viel Alkohol getrunken, dass sie die Pille ausgespuckt hat. Und damals war es so, dass die Pille noch sehr on time genommen werden musste, also immer ungefähr zur gleichen Zeit. Naja, und dann hatten meine Eltern eine schöne Nacht und dann bin ich dank des Weines überhaupt nur auf dieser Welt. Von daher habe ich immer eine gute Erklärung dafür gehabt, warum ich dem Alkohol so zugesprochen habe. Ja. Und dann hat mich der Alkohol eigentlich nie ganz losgelassen. Er hat aber auch keine, zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen, keine vordergründige Rolle gespielt. Bis ich dann Karriere gemacht habe, beruflich sehr erfolgreich war und auch sehr eingebunden war. Dann auch nochmal aus Berlin in eine andere Stadt gezogen bin. Mein Mann ist hier geblieben und. Alles das hat sicher dazu beigetragen, dass sich langsam aber sicher so der Alkohol immer mehr Rollen in meinem Leben eingenommen hat. Ne? Ja. Also von der reinen Partyveranstaltung und nur mal auf Partys trinken, wurde das dann mehr und mehr zu so einem Lebensbegleiter beinahe, der mich sowohl mal getröstet hat, wenn ich irgendwelche Niederlagen hatte oder frustriert war, mit dem ich gefeiert habe, wenn es irgendwas zu feiern gab. Ja, und vor allen Dingen, der mich auch entspannt hat, vermeintlich entspannt hat. Vermeintlich, also, genau. Genau, ich hatte eben das Gefühl, wenn ich nach so einem total durchgetakteten Tag abends nach Hause gekommen bin und dann alleine in der Wohnung saß, ja, dass das einfach ein schönes Ritual ist, um dann runterzukommen und ein bisschen runterzufahren. Und so ist dann der Konsum irgendwie immer ein bisschen mehr geworden. Wobei die Menge, ich tue mich immer schwer damit zu sagen, wenn du so und so viel trinkst, dann hast du ein Thema mit Alkohol oder dann bewegst du dich in der Grauzone. Ich glaube, dass eher die Anzahl der Rollen und die Aufgabe oder die Stärke der Aufgabe, die der Alkohol übernimmt, dass das eher das Thema ist. Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Das kann man nicht so ableiten, eine Flasche, zwei Flaschen. Bei manchen sind es vielleicht zwei Gläser täglich, die stören, ne? Oder genau, die schon in eine Abhängigkeit führen oder vielleicht sogar schon längst in der Abhängigkeit sind. Ja. Also genauso sehe ich das auch. Und ich finde auch das Schwierige an vielen Tests, die es dann so gibt, dass man sich da eigentlich immer hinter verstecken kann. Wenn da steht, dann trinken Sie an mehr Tagen in der Woche Alkohol, als Sie nicht trinken. Das habe ich nie gemacht, zum Beispiel. Ja, ich habe immer an weniger Tagen, vermutlich, ich habe ja nicht immer drauf geachtet, aber so im Büro habe ich immer an weniger Tagen Alkohol getrunken, als ich nicht getrunken habe. Und doch habe ich ein Problem mit Alkohol gehabt. Ja? Also die Menge, da kann man sich immer leicht verstecken, auch wenn man sich andere anschaut, die es einfach besser vertragen. Die trinken dann irgendwie zwei Flaschen Wein oder so am Abend alleine. Und da kann man immer sagen, nee, so viel trinke ich ja nicht. Für mich ist das noch kein Problem. Ich glaube, dass das echt eine Falle sein kann, sich dahinter zu verstecken. Ähnlich habe ich es ja auch gemacht über einen längeren Zeitraum. Obwohl ich eigentlich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, ja, bestimmt schon 10 Jahre gewusst habe oder gespürt habe vielmehr, dass mein Verhältnis zum Alkohol nicht so richtig gesund ist. Ja? Du hast ja auch viel Sport gemacht, ne? Ich glaube, das hat uns beide auch vielleicht noch ein bisschen gerettet, ne? Also ich habe auch extrem viel Sport gemacht. Und da denke ich, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre vielleicht die Rutsche auch schon vorher ein bisschen steiler nach unten gegangen. Genau, ja, das glaube ich auch. Weil Sport hat ja auch viele tolle Wirkungen. Zum einen merkt man es körperlich dann nicht so, ne, zumindest eine gewisse Zeit lang. Und zum anderen hat der Alkohol ja eher eine negative Wirkung auf die psychische Verfassung, der Sport aber eine positive. Ne? Und so kann man das dann auch ein Stück weit ausgleichen, glaube ich, über eine ganz Absolut. Ne? Aber was man seinem Körper natürlich dann zumutet, mir fällt da auch gerade zu ein, habe ich auch in meinem
Ex-Mann in Spanien gefeiert und der ist ja auch ein begnadeter Läufer und sagte dann so, los, am anderen Morgen los, wir gehen jetzt erstmal 6 Kilometer joggen. Das habe ich, weil das tut uns gut und dann ist der Kater dann gleich weg. Ich jetzt darüber, das haben wir natürlich auch gemacht, aber ja, was man dem Körper da zumutet, oh mein Gott. Ne? Ach Chris, das habe ich über viele Jahre gemacht. Ja. Und je mehr ich getrunken hatte, umso schlechter war das Gewissen und da habe ich auch noch immer geraucht dazu, also meistens. Das heißt, also auch total widersprüchlich, ne? Aber ja, gesunde Ernährung und ist total wichtig und Sport ist total wichtig, aber dann Rauchen und Trinken. Aber genau das habe ich auch gemacht, ja. Je schlimmer es war, umso mehr bin ich dann morgens vor der Arbeit noch aus dem Bett und bin dann gejoggt und laufen gegangen, damit ich das, zumindest das Gefühl hatte, ich habe das dadurch irgendwie wieder ausgeglichen. Aber das klappt natürlich nur bedingt. Und es bleibt ja wahnsinnig viel davon hängen, was schädigend ist, was nicht gut ist für den Körper. Und das bedeutet ja auch noch zusätzlichen Stress. Absolut, ja, absolut, wenn ich darüber nachdenke. Oh, und dann kommt ja noch dazu, dass Alkohol einfach, und das weiß ich jetzt natürlich doppelt, wo ich nicht mehr als Chefredakteurin oder Journalistin tätig bin, sondern eben als Fastenleiterin, dass Alkohol zudem noch die Fettverbrennung hemmt. Ja. Genau, dass es die Mineralstoffaufnahme hemmt und dass einfach mal so eine Kalpi, so eine 0,3er Kalpi, die hat ungefähr so viele Kalorien wie ein Cheeseburger, also bei 350 Kilokalorien, ja, bei einem kleineren Kalpi. Und das ist natürlich nochmal eine doppelte Wirkung auf den Körper, die für den Sport und für eine gute Nährstoffversorgung und für eine gute Fitness komplett kontraproduktiv ist. Ja, es gibt keine Vorteile, Carina. Nee. Es gibt überhaupt keine Vorteile, also nur Nachteile. Absolut, aber du kennst das ja auch, ne? Das ist so eine, das ist, irgendwann wird aus dieser starken Gewohnheit eine schlechte Gewohnheit und die Rolle ist, also ich konnte mir, ehrlich gesagt, denke ich manchmal jetzt noch, huch, das kann doch nicht sein, dass du gar nichts mehr trinkst. Weil ich wirklich immer wieder überrascht darüber bin, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Also hin und wieder passiert mir das, weil es so eine feste Rolle in meinem Leben hatte. Ja. Ja, ich bin überrascht, aber dann denke ich mir in den Situationen, ich denke dann, oh, da hätte ich jetzt früher mit der Freundin, hätte ich 2 Flaschen Sekt getrunken und jetzt sitzen wir hier und haben eine Flasche alkoholfreien Roséwein und haben vegan gekocht. Mhm. Ja, dann kommt so, was hätte ich vor 2 Jahren gemacht? Ja. Das der stimmt. Tag wäre ganz anders gewesen. Auch da war auch, ich will das jetzt nicht, also nicht missen, ist jetzt das falsche Wort, aber es war alles zu seiner Zeit. Die Zeit war auch schön, aber jetzt geht es mir definitiv besser und ich bin auch produktiver. Ja, ich auch. Also ich glaube, das ist auch etwas, was mir hilft, wenn es mal so ganz kurze, wirklich, das sind nur so aufflackernde Situationen mal, Momente mal, wo ich denke, oh, jetzt würdest du vielleicht auch ganz gerne ein Gläschen mittrinken. Das passiert ganz selten. Also in der ersten Zeit ist gar nicht passiert. Da war ich total happy auch und glücklich mit meiner Situation. Das bin ich meist jetzt immer noch, aber jetzt so nach 2 Jahren, also ich trinke jetzt 2 Jahre fast gar keinen Alkohol mehr. Da gibt es manchmal so ganz kleine Situationen, wenn jemand anstößt in meinem Umfeld, wo ich so denke, ach, jetzt so ein Gläschen Sekt oder Champagner wäre irgendwie auch ganz nett. Aber da muss ich mich nur einmal dran erinnern, wie gut mir das alles tut. Und wie groß die Vorteile sind. Und dann dauert das vielleicht 1/10 Sekunde gefühlt. Und dann ist das auch schon wieder vorbei. Ja, ist bei mir genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Also ich vergleiche das dann vielleicht in dem Moment auch ganz kleine Sekunde. Und dann kommt sofort, nein, das würdest du never ever aufs Spiel setzen. Und ja, genau. Das geht mir auch so. Und ich muss auch sagen, also ich habe ja früher auch immer mal, wenn ich selber gefastet habe, habe ich dann mal eine Woche keinen Alkohol getrunken. Das ist mir auch überhaupt nicht schwer gefallen. Aber ich habe mich dann immer sehr wieder auf den Alkohol gefreut. Ich habe gedacht, ich hätte jetzt schon so eine Erfahrung, wie es ist, wenn man keinen Alkohol trinkt nach so einer Woche oder auch mal nach einem Monat. Ich habe auch mal so einen Dry January zum Beispiel gemacht. Aber das ist nicht zu vergleichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, also selbst wenn man nur selten trinkt oder auch einen kürzeren Zeitraum mal nichts trinkt, so das richtige Gefühl, das entsteht erst, das positive Gefühl, vor allen Dingen die Wirkung auf den Körper und die Psyche, wenn man mal eine ganze Zeit lang gar nichts mehr trinkt, oder?
Das kommt, wenn man sich auch wirklich entscheidet und sagt, also wenn man sich für diesen Sober Lifestyle entscheidet, ja, dann kommt das Gefühl erst. Diese Dry January oder ich mache jetzt mal 3 Wochen die HCG-Diät und trinke dann keinen Alkohol. Das ist wie eine Weindiät. Also ich verzichte, dann verzichte ich darauf, weil sonst die Diät ja nicht funktioniert. Aber ich freue mich im Grunde auf den Tag 22, wo ich abends dann wieder die Flasche Wein öffne. Ja, genau. War dann gedanklich, als ich den ersten Tag angefangen habe, war ich schon bei Tag 22 und habe gedacht, ja, hoffentlich nehme ich jetzt 6 Kilo schnell ab und dann kann ich wieder. Aber das ist nur ein reiner Stress, weil man sich den ganzen Tag dann wieder ausmalt, ja, wann kann ich, wann darf ich. Dann fangen diese Trinkregeln danach natürlich an, weil man möchte ja auch die 6 Kilo halten. Und man möchte ja auch eigentlich weniger trinken. Das klappt aber, ich würde mal sagen, zu 95% nicht. Ja, genau. Das ging mir genauso. Ich habe mir dann immer vorgenommen, also habe mir dann auch in mein Fastentagebuch geschrieben, so jetzt lässt es wirklich mal häufiger sein, vor allen Dingen so diese in Anführungsstrichen unnötigen Drinks, ja, die lasse ich jetzt mal weg. Und das hat eigentlich nie funktioniert. Und ich würde auch allen da draußen immer wieder sagen, wenn du das Gefühl hast, du nimmst dir sowas vor und das klappt einfach nicht, dann hast du echt ein Problem. Also dann lohnt es sich auf jeden Fall mal hinzugucken, wie dein Verhältnis zum Alkohol aussieht. Ja. Ich sage immer schon, wenn man sich Gedanken darüber macht, dann hat man eigentlich schon das Problem. Weil die Menschen, die jetzt wirklich ab und zu mal, vielleicht einmal im Monat ein Glas trinken, die denken ja nicht darüber nach. Die haben keine Trinkregeln im Kopf. Nee, genau. Und die haben auch nicht das Gefühl von Verzicht im Kopf, wenn es denn mal keinen gibt. Ich habe ja wirklich, ich war schon in der Situation, wenn ich irgendwo abends unterwegs war, Hauptsache, es ist irgendjemand dabei, der auch was trinkt. So, das war mir immer wichtig. Oder wenn es dann gar nichts gab, war ich, gut, ich bin damit klargekommen. Ja, ich bin total junkie-mäßig da durch die Gegend gelaufen. Aber ich war so einen kurzen Tacken enttäuscht erstmal. So, der Abend wird jetzt nicht so lustig oder wird jetzt nicht so locker, wenn da jetzt kein Alkohol getrunken wurde. Na? Ja, wenn ich einen Flug nach Indien hatte, wusste ich auch, es gibt im Room Service gibt es nur, oder in der Minibar gibt es nur Bier und Whisky, also gab da keinen Wein. Dann wusste ich, naja, der Abend wird langweilig und trocken, aber gut, es war dann so, ich habe dann auch nichts anderes getrunken, weil ich mag ja kein Bier und also auch die härteren Sachen haben mich nicht interessiert. Aber ich war schon ein bisschen genervt. Ne? Also den Flug fand ich dann auch nicht so toll. Und jetzt ist mir das total egal, wo ich hinfliege. Ne? Weil, wie gesagt, ich habe meinen entkoffinierten Kaffee dabei und bin glücklich. Ja, genau. Genau. In der Fernsehbranche, ja gut, in allen Branchen sagt man ja, dass man viel trinkt. Aber ich glaube, im Fernsehen ist es auch schon der Fall, oder? Wir haben dann es gibt einen Witz, der nennt sich, ist wahrscheinlich der kürzeste Witz überhaupt. Und zwar heißt der, geht ein Journalist an der Kneipe vorbei. Also, und das war schon der Weil der geht nicht vorbei. Genau, es geht nämlich keiner vorbei. Es ist ungefähr so wie Breaking News, man hat nach einem Chips aufgehört zu essen. Also auch das gibt es eigentlich nicht. Wenn man Chips isst, muss man mehrere essen und ein Journalist, der geht in jede Kneipe. Also ich würde insgesamt schon sagen, dass die Medienschaffenden eher zu den Vieltrinkern gehören. Ne? Und auch in meiner Vergangenheit, wenn es dann was zu feiern gab, wenn es eine gute Quote gab, dann wurde angestoßen. Wenn es eine schlechte Quote gab, wurde angestoßen. Nach jeder Produktion, die wir gemacht haben, bei Preisverleihungen, Messen, Treffen mit Künstlern. Also es ist so der soziale, mediale Schmierstoff. Aber da ist die TV-Branche oder die Medienbranche nicht anders als andere Branchen, würde ich mal sagen. Ne? Würde ich jetzt auch so sagen, ja. Also ich glaube, ich habe mich auch mal mit dem Thema für die Sobriety-Wochen mal befasst. Und es ist so, dass in den meisten Berufen, wo überdurchschnittlich viel gearbeitet wird, also wo die Arbeitszeit über 35 bis 38 Stunden liegt, dass da der Alkoholkonsum oftmals besonders hoch ist. Oh, ja, und vermutlich, weil der Stressabbau nicht entsprechend in die Lebensrealität mit eingebaut wird. Und da muss der Alkohol herhalten. Und wie gesagt, haben wir ja schon drüber gesprochen, es ist nur ein vermeintlicher Stressabbau. Aber vor allen Dingen haben auch viele in Führungspositionen ein Alkoholproblem. Also das Alkoholthema findet eher auf Managerebene als auf, ich sag mal, Arbeiterebene statt.
Und das ist auch bezeichnend. Weil oftmals glaube ich, dass mit dem Grad der Verantwortung auch zu tun hat und ob man vielleicht in einer Position ist, die einem eigentlich so gar nicht richtig gut tut. Ja, wo man sich die ganze Zeit verbiegen muss und dann hofft, durch den Alkohol da sich besser zu fühlen oder sich irgendwie stärken zu können, was natürlich auch ein falscher Freund ist. Ja, oder die Probleme werden dann einfach nur benebelt, weggenebelt, aber sie sind ja am anderen Tag noch da, ne? Also ja. Viele Menschen gehen ja dann die eigentlichen Probleme gar nicht an. Und ich meine, die sind nicht weg, wenn man aufhört mit dem Alkohol, ne? Also wenn man aufhört, Alkohol zu konsumieren, die Probleme bleiben ja, das weißt du auch. Ja. Aber man sieht sie irgendwie klarer und die verschwinden ja nicht, sondern da sind sie. Und dann sagt man sich so, was mache ich jetzt? Ich muss das jetzt angehen. Ja, und ich muss sagen, es gibt natürlich auch viele, viele, viele Kolleginnen und Kollegen in der Medienbranche, die nie ein Problem mit Alkohol haben oder es zumindest nicht wahrhaben. Aber sagen wir dahingestellt, also es gibt sicher viele, die es nicht haben, so wie ich. Also da ist dann natürlich jede und jeder auch anders. Die Gefahr ist nur groß, sich hinter dem allgemeinen Alkoholkonsum zu verstecken. Ne? Das machen ja alle und so habe ich es eben auch über viele Jahre gemacht. Und die Rolle, die der Alkohol einnimmt, die ist eben von Person zu Person unterschiedlich, selbst wenn die Menge oder die Menge der Anlässe in einer Branche vergleichbar ist. Und bei mir, wie schon gesagt, ist eben die Rolle, die der Alkohol eingenommen hat, keine gute mehr gewesen. Ne? Das hast du dann wahrscheinlich auch gespürt und hast wahrscheinlich dann auch gedacht, so, was mache ich jetzt? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ne? Ja. Ich mach weiter oder... Ich höre vielleicht mal auf meine innere Stimme und verändere was. Ja, auf die innere Stimme habe ich nicht gehört, weil es mir dann doch so wichtig war. Mhm. Und ich habe tatsächlich nicht diese bewusste Entscheidung. In diesem Fall, weißt du, in allen anderen vielen Punkten in meinem Leben mache ich das. Ja. Wirklich schnell, ich spüre, das ist gut für mich, tue ich. Ohne Angst, ohne Sorge. Aber beim Alkohol ist mir es wahnsinnig schwer gefallen. Da kam ich nicht zu diesem Punkt, obwohl ich, wie ich sagte, schon über viele Jahre gemerkt habe, es ist nicht so richtig gut. Und ich habe auch angefangen, mal zu lügen, was das Thema Alkohol angeht. Ne? Ich habe meinen Partner angelogen, habe ihm gesagt, wenn er meinte, hast du was getrunken? Ich so, nee, habe ich nicht oder nur einen Schluck und hatte schon eine halbe Flasche auf oder sowas. Ne? Und man lacht, aber das ist schon echt ein krasses Zeichen. Und so habe ich das aber viele Jahre gemacht, war meine Sorge davor, meine Angst tatsächlich. Und ich halte mich eigentlich für eine recht mutige Person. Meine Angst zu groß war, ohne diesen schlechten besten Freund Alkohol zu sein. Ja. Also habe ich das immer wieder verdrängt, habe dann gedacht, ja, du kannst doch auch darauf verzichten, so viel trinkst du ja nicht, die anderen trinken ja auch, wahrscheinlich ist das alles noch normal. Und ich bin eher durch Zufall in die Nüchternheit gestolpert. Stimmt, aber erzähl das nochmal. Ja, genau. Vielleicht kennt deine Geschichte schon einige Zuhörerinnen, aber stimmt. Erzähl. Ja, weil es einfach dann doch schön ist. Also ich hatte eine Zusage bekommen, muss ich vorhersagen, ich bin eine Ausdauerläuferin und bin beim Berlin-Marathon genommen worden, gelost worden und hatte mich auch für den Halbmarathon angemeldet. Das aber nur mal so beiseite. Und dann war ich verabredet mit einem Freund, mit dem ich auch gerne immer viel getrunken habe und gerne viel gefeiert habe. Der hatte Geburtstag und ich bin noch in so eine Bücherei rein und wollte ihm ein Buch holen als Geschenk, weil wir auch gerne zusammen so spazieren gehen und Wanderungen machen. Und ich stolperte buchstäblich über die Buchauslage und stolperte über Nüchtern von Daniel Schreiber. Genau, dieses Buch wird ja in der Szene immer wieder genannt, aber ich finde, es wird auch zu Recht genannt. Ja. Manche spricht es mehr an, andere weniger. Mich hat es total angesprochen, aber erstmal habe ich nur gedacht, was denn das? Ich hatte mich mit Sobriety und mit ernsthaft mit Leben ohne Alkohol wirklich noch nicht befasst an diesem Punkt, gar nicht damit befasst, außer die guten Vorsätze, die ich allesamt nicht eingehalten habe. Und dann habe ich aber gedacht, das ist jetzt ein Zeichen, dass mir dieses Buch in die Hand fällt. Und habe den Klappentext gelesen, habe gedacht, das ist ja ganz interessant, nimmst du jetzt mal mit. Habe ich das mitgenommen, wir haben tierisch gefeiert an dem Abend, ich bin nach Frankfurt geflogen, ein paar Tage drauf, habe das Buch mitgenommen, Gott sei Dank,
und habe auf einen Abend oder auf eine Freundin gewartet, die ich dort getroffen habe, und habe schon mal ein bisschen vorgeglüht, habe schon mal ein, zwei Gläser Wein getrunken und habe dabei das Buch nüchtern getrunken, das Buch nüchtern gelesen, was an sich wahrscheinlich schon ein lustiges Bild abgegeben hat. Ja, also sitzt da das Mädel alleine, trinkt ein Gläschen Wein nach dem anderen und liest ein Buch, das nüchtern heißt. Aber eigentlich cool und mutig, ne? Da haben wir auch Eigentlich cool und ja. mutig, und ich weiß nicht, manche kennen das vielleicht. Ich hatte so ein bisschen Respekt davor, weil ich hatte Angst vor der eigenen Courage, dass, wenn ich mich jetzt mit diesem Thema so befasse, dass ich irgendwann an den Punkt komme, es wirklich sein lassen zu müssen. Aber so kam es gar nicht. Ich habe das Buch angefangen, habe es gelesen, fand es super, habe mir gleich Sachen unterstrichen und so. Habe dann die Freundin getroffen, habe noch richtig kräftig mit ihr gefeiert, und dann bin ich nachts um 3 Uhr wach geworden. Und dann wusste ich, ich höre jetzt auf. Ja. Tatsächlich. Das Buch ist auch echt super. Es das heißt ja auch über das Trinken und das Glück. Und da fragt man sich ja schon, ja, aha, ist es dann, bin ich dann glücklich? Genau, bin ich dann glücklich oder was, oder das Gute daran finde ich, dass er einen nicht so in Schubladen packt und aus eigener Geschichte natürlich erzählt, aber ich fühlte mich nicht so in eine Schublade gepackt, sondern ich fühlte mich individuell gesehen. Das ist, glaube ich, echt der Zauber dieses Buches, das Ja. ganz Besondere auch dieses Buches. Ich hatte das dann nur zur Hälfte gelesen, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt hörst du auf, und zwar hörst du auf bis zum Halbmarathon. Das wären dann noch ein paar Wochen gewesen, ich glaube 6 oder 8 Wochen. Und das war für mich schon eine richtige Zeit. Und dann bin ich morgens mal wieder verkatert laufen gegangen. Und da hat sich das dann gesetzt. Habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich irgendwie auch Lust auf diese Entscheidung. Aber auch da war es noch nicht der absolute Mindset, der da gewechselt hat, sondern erstmal ja nur für eine gewisse Zeit. Und das hat mir einen gewissen Druck auch genommen, Chris. Also ich glaube, Ja. in meinem Fall war das in dem Moment noch ganz gut zu sagen, jetzt guck halt mal, wie es funktioniert. Naja, und dann habe ich das Buch zu Ende gelesen, das hat mich gut weiter gestärkt. Dann habe ich mich mit Podcasts auseinandergesetzt, habe da viel, ja, Unterstützung gefunden, auch indirekte, passive Unterstützung gefunden. Und dann irgendwann war klar, nach relativ kurzer Zeit, ich will gar nicht mehr. Ich muss mich nicht mit dem Thema befassen. Ich will mich mit dem Thema befassen. Und vor allen Dingen will ich den Alkohol nicht mehr in meinem Leben haben. Ja, und so ist es dann entstanden. Aber das ist das Entscheidende. Du hast dann gesagt, also du hast dich auch vorbereitet und hast ja vorher gelesen, hast Podcast gehört. Und dann kam der Moment, wo du gesagt hast, ich will nicht mehr. Ich will den gar nicht mehr in meinem Leben haben. Ich möchte nicht mehr, dass ich diese Substanz überhaupt in meinem Körper habe. Ja, richtig. Und da ging aber auch einher, dass ich gesagt habe, ja, also ich mag diese ganzen Label nicht. Ab wann ist man Alkoholikerin? Ab wann Ich ist auch man es nicht. nicht? Ich bin irgendwo in der Mitte im kritischen Bereich gewesen, aber ich habe einfach auch mal zugelassen zu sagen, okay, du hast da ein Thema mit dem Alkohol. Du bist eben nicht ganz normal. Und es gibt Leute, die gehen anders mit der Droge Alkohol um, als du es gemacht hast. Und jetzt gesteh dir das ein, gesteh dir diese vermeintliche Schwäche als Stärke ein und lass es einfach sein. Ja. Ja, aber du bist auch in die Öffentlichkeit gegangen und hast das ja Ja. auch gesagt. Ja. Ich hatte vielleicht, wir hatten beide vielleicht ein mittleres Problem, aber wir haben es zugelassen, wir haben es zugegeben und das ist auch wichtig, glaube ich, dass man das nicht eingesteht, ne? Ja, richtig. Und dass man damit auch nach außen geht. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also man muss nicht sagen, in welcher Nuance man jetzt nicht da das kann man für sich behalten, in welchem Grad in der Abhängigkeit man steht oder welche Rolle der Alkohol gespielt hat. Aber es zumindest im engeren Umfeld vertrauten Personen ganz klar zu sagen, ich trinke nicht mehr, und zwar aus den und den Gründen. Und da nicht wieder irgendwie die Realität zu übertünchen, das ist schon ein wichtiger Punkt, glaube ich, oder? Wie siehst du das? Das sehe ich, da bin ich ganz bei dir. Also auch Verbindlichkeit schaffen. Ja. Und nachher auch, ich finde, ich bin sehr, sehr stolz, dass ich jetzt alkoholfrei lebe. Ja, ich auch. Also ich bin mega stolz, mega glücklich. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das halt nicht versteckt, dass man mal ein Problem hatte. Das gehört zu meinem früheren Leben dazu, ja. Absolut. Und ich will auch nicht, dass alle, mit denen ich ja auch teilweise super lustige Abende hatte, ne? Also
Du hast es eben auch schon mal so ähnlich angesprochen. Das ist ja, alles hatte seine Zeit und ich will auch nicht alles davon missen. Aber es gibt auch verdammt viele Momente, auf die ich echt hätte verzichten können. Das muss ich ganz, ganz deutlich sagen. Also die, auch im Nachblick, also im Rückblick, dieses schlechte Gewissen, nicht mehr genau zu wissen, wem hat man da noch irgendwie geschrieben, was hat man da noch genau gemacht. Morgens mit diesem Kater aufwachen, mit diesem Depri aufwachen teilweise, diesem furchtbaren Körpergefühl, also bei mir vor allen Dingen auch mental, dieser Antriebslosigkeit zu wissen, jetzt hast du den ganzen Tag oder vielleicht sogar eineinhalb oder zwei vor dir, wo du nicht richtig auf der Höhe bist, das brauche ich echt nicht mehr, du. Ich habe viel Wirklich nicht. geweint. Ich wurde dann immer so ein bisschen traurig, wenn ich Alkohol getrunken habe. Ruhig und Ja. traurig. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 3 Jahren, ach, weiß ich nicht, das kann ich an einer Hand abzählen, dass ich geweint habe. Ne? Aber mit Alkohol in Verbindung gab es dann immer den Moment, wo die Stimmung dann bei mir kippte. Also während des Alkoholkonsums eher weniger. Natürlich wurde ich da auch so ein bisschen rührselig vielleicht oder selbstgefällig auch manchmal, schrecklicherweise, so ein bisschen aggressiv dann auch, wenn ich das Gefühl hatte, also nicht wirklich böse aggressiv, aber wenn ich das Gefühl hatte, ich wurde so in meiner Person angegriffen oder in meiner Freiheit. Vermeintlichen, das ist mein Lieblingswort heute, aber es ist so, vermeintlichen Freiheit angegriffen, dann konnte ich durchaus auch mal ein bisschen so innerlich aggressiver werden. Ich Ne? wurde dann eher zur Heulsuse. Ich wurde dann wirklich zur Heulsuse. Ne? Also auch, ich Ja. konnte Karneval heulen. Ja, und warum macht man das, ja? Warum macht man etwas, was die eine zur Heulsuse macht und die anderen zur Aggressionsbombe? Ja, jetzt mal übertrieben formuliert, aber das ist doch nichts Schönes. Es ist einfach nichts Schönes und also viele Momente will ich echt nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Ja, das passt ja jetzt auch überhaupt nicht zu deinem neuen, ja, Lifestyle-Business. Ich würde sagen, das passt ja gar nicht, ne? Der Alkohol zum Thema Fasten. Und jetzt aber nochmal, du hattest die neue Firma schon, also du bist aus dem TV-Geschäft ausgestiegen, bist Ja. dann nüchtern geworden oder... Ja. Ich bin aus dem TV-Geschäft ausgestiegen und die Entscheidung hatte auch wahrlich gar nichts mit Alkohol oder so zu tun, sondern ich hatte einfach das Gefühl, die Geschichte ist zu Ende erzählt, meine Karriere beim Fernsehen und es war alles toll und ich habe da so viel Tolles erlebt. Ich hatte aber das Bedürfnis, was ganz anderes zu machen in meinem Leben und meinem Leben nochmal einen anderen Sinn zu geben, eine andere Aufgabe zu geben, mich direkter und unmittelbarer mit Menschen zu befassen und mich den Themen zu widmen, die mich wirklich bewegen. Und das ist eben Ernährung, das ist Bewegung, das ist Gesundheit. Ja, alles so absurd, ne? Weil mit Alkohol hat das nun wahrlich nichts zu tun. Und ich faste selber schon seit vielen Jahren. Und dann habe ich mich eben entschieden, ja, eine Ausbildung zu machen, meinen Job als Geschäftsführerin einer Produktionsfirma aufzugeben und dann eine Ausbildung zur Fastenleiterin zu machen. Und das hatte ich schon begonnen, bevor ich mit dem Alkohol aufgehört hatte. Was ich aber schon gemacht habe, zeitgleich praktisch, ist, dass ich mit dem Rauchen zum Beispiel ganz aufgehört habe, weil da dachte ich, das geht ja nun gar nicht, dass ich irgendwann Fastengäste habe und dann auch noch nach Nikotin rieche. Ich habe nicht immer dauerhaft geraucht, aber immer wieder und auch immer mal wieder, immer öfter. Und, das hatte ich schon aufgehört. Das heißt, die eine, oftmals gekoppelt an die andere Sucht, ne, die war schon weg. Und dann kam eben der Moment im Februar, den ich eben beschrieben habe. Und dann habe ich dann auch mit dem Alkohol aufgehört. Aber ich muss dir sagen, Chris, das hat natürlich die Nüchternheit unterstützt, dass ich nicht mehr in dem gewohnten Umfeld und in meinem gewohnten Alltag in dem alten Job gewesen bin. Ne? Also das hat es leichter gemacht für mich, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil ich einfach diese Triggermomente, die ich über viele, viele Jahre gelernt hatte, in dieser Form so nicht mehr hatte. Ja, du hattest ja auch das neue Ziel, ne? Dass du wirklich sagst, ich baue mir jetzt was Neues auf und der Alkohol passt da ja gar nicht rein. Ja, richtig. Und ich hatte ja tatsächlich dann auch die Läufe, auf die ich mich vorbereitet habe, auch wenn dann Corona da erstmal einen kompletten Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber ich bin hier draußen mehr auf dem Land. Ich habe trainiert, ich war an der frischen Luft. Ich hatte eben nicht mehr
jetzt feiern wir dies und Produktionsende und eben die Gewohnheiten nicht mehr so drumherum. Und das hat mir dann auch geholfen, glaube ich. Es hat mich schon ein bisschen unterstützt, in der ersten Zeit dann auf den Alkohol auch zu verzichten. Ja, das sollte vielleicht alles so sein, ne? Es hatte alles, das sollte alles so alles, sein, glaube ich ja, auch. Dass du das Buch gefunden hast. Und aber warum bist du jetzt nochmal, vielleicht würde ich da nochmal drauf eingehen, weil ich finde das auch, soll ja auch Mut machen. Es gibt ja auch viele Frauen, sage ich jetzt mal, Männer natürlich auch in unserem Alter, du bist wesentlich jünger als ich, die dann einfach auch sagen, ich wage nochmal den neuen Beginn. Ich habe das ja auch gemacht. Ich bin ja auch mit 48 nochmal in die Fliegerei zurückgegangen und habe meine Kinder auf Fuerteventura zurückgelassen. Bitte erschlagt mich jetzt nicht alle. Und habe die Insel verlassen, den Mann verlassen, die Kinder verlassen, um einfach, weil ich habe auf mein Herz gehört und auf mein Bauchgefühl, das mir sagte, starte, mach nochmal was Neues. Und das hast du ja auch gemacht. Und Das habe ich auch gemacht. Und ich bin so glücklich. Ja. Ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt nochmal eine ganz neue Lebensqualität habe. Ich will gar nicht sagen eine bessere, aber ja doch, also für meinen Lebenspunkt jetzt ist es eine viel bessere Lebensqualität, die ich habe. Das war der Auslöser. Also grundsätzlich habe ich immer Spaß und Freude an der Veränderung. Und ich habe schon gemerkt in dem Job, den ich davor noch gemacht habe, ich bin da einfach nicht so richtig glücklich. In mir drin. Und Gott sei Dank hatte ich selber dieses Tool des Fastens und habe eben in einer Fastenwoche zugelassen, in mich reinzuhören, meine Gefühle wahrzunehmen und habe dann gespürt, nee, ich will das einfach gar nicht mehr weitermachen. Ich möchte gerne etwas Neues in mein Leben bringen. Toll. Und dann war relativ schnell klar, was es sein sollte, weil gut, die starke Wirkung lag auf der Hand, also sollte es dann auch Fasten sein. Aber der Moment ist ganz klar in mir drin gewesen, das Bedürfnis war in mir drin und ich habe zum Glück die Chance gehabt, während eben einer Fastenwoche, während dieser Fastenwoche, dieses Gefühl und dieses Bedürfnis in mir wahrzunehmen. Ja. Also ich finde es fantastisch. Also wie gesagt, weil ich es auch durchgezogen habe, es war nicht leicht. Ich glaube, für dich war es vielleicht auch nicht leicht. Ne? Nee, klar. Also ich habe ja auch Dinge aufgegeben natürlich. Ja, ne? Also klar, eine lange, klar, tolle Karriere, ein sicheres, sehr gutes Einkommen. Ja, auch die Bestätigung, die ich in diesem Job hatte über viele, viele Jahre. Ja, auch so diese durch die Welt unterwegs sein, Sendungen produzieren, diese Sichtbarkeit, all die Dinge, von denen ich auch glaubte, ich brauche sie, um zufrieden zu sein. Klar war das nicht einfach. Ne? Es verändert ja auch was in der Partnerschaft, es verändert ein bisschen was in der Freundschaft oder in manchen Freundschaften zumindest. Und ich habe so viel dazu gewonnen. Also alle, die uns zuhören und da draußen sich damit rumtragen, vielleicht nochmal einen Schritt rauszugehen aus der Gewohnheit und aus der Komfortzone, ob nun mit Alkohol oder ohne. Ja. Ich kann nur immer wieder sagen, tut es, probiert euch aus. Ja. Es kommen dann tolle neue Begegnungen, es kommen neue tolle Chancen und es geht alles gut, oder? Also Sehe ich auch so. Also wie gesagt, ich habe geweint, als ich im Flugzeug saß. Ich glaube, ich habe 4 Stunden von Fuerteventura nach Düsseldorf durchgeweint. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Und meine Kinder sind auch dankbar und machen mir da gar keine Vorwürfe. Wir haben uns da nochmal intensiv auch darüber unterhalten. Aber bei mir war das jetzt so, ich war in meinem Job einfach auch nicht mehr glücklich. Und ich habe mir dann wirklich überlegt, will ich das die nächsten 20 Jahre noch weiter so machen oder soll ich das Angebot von der Airline annehmen? Und ich habe dann wirklich gesagt, mein Herz wünscht sich das Fliegen. Und jetzt hat sich das Herz auch gewünscht, aufzuhören mit dem Trinken und auch Lapsoba zu gründen. Und ja, das war auch, das hätte ich ja alles vor 3 Jahren wahrscheinlich gar nicht gemacht, ne? Natürlich. Ja. Also ich bin auch nicht sicher, wie das so gelaufen wäre mit Sunnyside Fasten, wenn ich so normal noch weiter getrunken hätte. Also ich glaube, dass es jetzt so Freude macht, dass es so gut ankommt und auch so gut funktioniert. Das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ich eigentlich ja dann von Anfang an, es waren ja nur 6 Wochen später, also ich habe im
1. Januar. Ja, genau. Und dann 6 Wochen später habe ich dann mit dem Alkohol aufgehört. Also das hat natürlich damit zu tun. Weil dieser Energieschub, diese Klarheit, diese Lust am Leben, das ist es vielleicht. Wirklich diese Lust, diese Liebe, diese Freude am Leben, die ist einfach ungleich größer, wenn man diese Droge endlich mal lässt. Hundertprozentig. Genau, das ist super ausgedrückt. Ne? Diese Freude am Leben, die hat man vorher nur, wenn man Alkohol trinkt. Ja, und da nur im kurzen Moment. Ja. Das ist ja nur ein kurzer Moment, finde ich, ne? Wo es wirklich lustig ist. Und dann irgendwann, dann wird man eben rührselig oder ist irgendwann betrunken und redet Blödsinn oder wie auch immer. Das ist ein kurzer Moment und die ist jetzt ganz häufig, die Freude. Ganz häufig, täglich, ja. Ständig. Also ich freue mich aber auch über Kleinigkeiten und dieses Glück ist unfassbar, ist unfassbar schön. Ja, und natürlich passieren Dinge, die traurig sind, die belastend sind, die nicht schön sind, die bewegend sind. Aber ich habe das Gefühl, ich habe ein Bett der Freude, auf das ich zurückgreifen kann und in das ich mich mal reinlegen kann. Und da kann ich mich mal zur Ruhe legen und da kann ich auch mal meinen Schmerz ausheulen. Aber die Freude, die fängt mich auf. So, also es ist wirklich schön. Ja, also das sagst du so schön. Das ist auch so. Wie gesagt, ich habe auch Momente, die sind auch vielleicht nicht immer juhu, freudestrahlend, aber man kann sie jetzt natürlich ganz anders angehen. Ne? Und, ne, ganz, 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 ganz toll. Ne? Ja, und wie gesagt, deine Fastenprogramme, ich war selber Gast und es war so schön, wie du das machst. Und das sieht man bei dir auch mit, wie viel Liebe dahinter steckt. Danke. Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Das sieht man auch sogar im Instagram, in den Posts kommt das durch. Wer Carina noch nicht kennt. Und ich glaube, alles, was man macht, wenn man da wirklich 1000%ig dahinter steht, dann merken das auch die anderen Menschen, dann spüren die das. Ja, das hoffe ich auch, das denke ich auch. Und ich, wo du gerade das Thema Fasten ansprichst, das ist, finde ich, auch nochmal wichtig für alle unsere Hörer. Ja, lass uns nochmal ein bisschen reden, genau. Genau, dass das Fasten einfach ein ganz, ganz toller Einstieg sein kann, wenn man sich damit rumschlägt oder irgendwo so im Inneren darüber nachdenkt, vielleicht auch mal mit dem Alkohol oder mit einer anderen schlechten Gewohnheit, ja, mal aufzuhören. Weil beim Fasten setzt man alles einmal auf Null. Man nimmt ja nichts zu sich, außer ein bisschen Saft und ein bisschen Brühe. Und man setzt alles auf Null und eine Sucht kommt selten allein. Also ob das Alkohol ist oder Nikotin, Zucker, aber auch sowas wie Geltungssucht oder Arbeitssucht. Oft bedingt ja auch das eine das andere. Und die Abhängigkeiten sind aneinander gekoppelt. Und wenn man in einer Fastenwoche einmal so ganz pur ist und einmal ohne alles ist, hat man die Chance zu gucken, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ne? Was brauche ich nicht? Wovon bin ich wirklich abhängig? Und noch wichtiger, man macht in so einer Woche, und das hast du ja vielleicht auch gemacht, die Erfahrung der Unabhängigkeit von den Dingen, die von außen kommen. Absolut. Also eine echte Erfahrung der Unabhängigkeit. Und das kann das Selbstbewusstsein so dermaßen stärken, dass man allein in dieser Woche mitbekommt, ob man mit nur vorhat, mit dem Alkohol aufzuhören oder nicht. Aber man bekommt einen Selbstbewusstseinsschub. Ich kann ohne. Ja? Mein Körper und mein Geist können das. Ich kann mir selber vertrauen. Und ich glaube, dass es für viele, ich habe ja selber auch gesagt, ich hatte Angst davor, auf den schlechten Freund Alkohol zu verzichten, dass es für viele eine ganz wichtige Unterstützung sein kann. Und außerdem hilft das Fasten auch, Intuition, also so das Fühlen vor dem Denken, zu unterscheiden von einem Impuls. Also Intuition ist was Gutes, dem reinen Impuls immer ständig zu folgen. Das ist aber, das kann einen, wenn man in einer Abhängigkeit oder kurz vor einer Abhängigkeit steckt, in die falsche Richtung treiben. Und beim Fasten üben wir in dieser Woche den Impuls, in diesem Fall dem stärksten Impuls, nämlich was zu essen, weil das absolut essentiell und existenziell ist, diesem Impuls zu widerstehen und können mal lernen, was ist denn der Unterschied zwischen Intuition, was ist gerade gut für mich, ich spüre das intuitiv, und dem Impuls, was will ich einfach nur, weil es eine schlechte Gewohnheit ist, das mal zu unterscheiden. Ja?
und im besten Sinne sich selbstbewusst dann zu handeln. Also da finde ich es Fasten neben allen Gesundwirkungen, die natürlich für den Körper dazukommen und Detox-Wirkungen und Pro-Aging-Wirkungen und es macht auch noch schlau und es macht fröhlich. Aber neben all dem ist es gerade mit Blick auf das Thema Sobriety, finde ich, eine ganz tolle Chance, da einzusteigen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast es so super ausgedrückt. Wir hatten ja auch die Feline, die bei dir Gast war im Oktober, mit der bin ich ja noch weiter befreundet. Und sie trinkt seitdem keinen Alkohol mehr und raucht auch nicht mehr, seit der Fastenwoche. Also, oh, wie schön, ey. Mega Erfolg. Ich weiß es, sie hat mir auch geschrieben und ich bin da so happy darüber. Ich habe natürlich auch verfolgt, dass ihr auch weiter auch in Kontakt seid und so. Mhm. Und sie ist nicht die Einzige, es gibt noch zwei, drei mehr in der Gruppe. Ja. Die Simone, glaube ich, auch. Und, genau. Das finde ich super. Also ich finde, wie gesagt, Fasten finde ich ein mega Einstieg und bietest zwei Sobriety-Wochen, glaube ich, an, ne? In diesem Jahr, oder? Genau, ich biete zwei Sobriety-Wochen an, weil die Nachfrage einfach auch so groß ist, das Bedürfnis offensichtlich auch so groß ist. Und in der einen bist du ja auch dabei, liebe Chris. Ja, im März. Ich freue mich riesig darüber. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch darauf und ich glaube, dass das ganz toll für unsere Gästinnen und Gäste wird, wenn du damit am Start bist. Soll ich noch mal ein bisschen was zur Sobriety-Woche sagen, damit alle da draußen auch wissen, um was es sich da so handelt oder was sie dazu erwarten hätten, wenn sie mal Lust dazu haben? Gerne, also, bitte. Meine Philosophie dieser Woche, die richtet sich nicht an Menschen, das muss ich einmal vorab sagen, die akut unter körperlichen Abhängigkeiten leiden. Ne? Also ich kann oder wir können da keinen, es ist kein Ersatz für einen Entzug. Das ist mir immer noch mal ganz wichtig zu sagen. Ja? Ich verspreche da auch keine Heilung und ich stelle auch keine ansonsten etablierten Hilfsprogramme in Frage. Aber ich möchte vor allen Dingen motivieren, die Menschen motivieren, Frauen und Männer, die so wie du und ich, weißt du, die so wie ich das Gefühl haben, verdammt, ich glaube, ich trinke irgendwie ein bisschen zu viel und vor allen Dingen auch zu gerne. Und ich drohe da in ein echtes Problem hineinzulaufen. Also Menschen, die zum Beispiel so vor 23 Uhr schon vier Drinks aufhaben, da war ich immer gut dabei. Also bevor es 11 Uhr war, hatte ich meistens schon vier Drinks getrunken. Oder die auch so wie ich nach einer Party dann noch zum Späti gegangen sind und sich dann doch noch eine Flasche Wein geholt haben, die ich dann nicht mehr unbedingt getrunken habe, aber einfach nur so fürs Gefühl. Sie ist da, nein. Ne? Ja, genau, sie ist da und dann habe ich noch ein Schlückchen getrunken. Eben alle die Lust haben, an einem geschützten Ort ihrem Körper und ihrem Geist, ihrer Seele eine Woche zu gönnen. Und Auszeit und auch mal zu gucken, wie fühlt sich das an, ne? Genau. Und vor allen Dingen den Körper mal alles loszulassen, alles loszuwerden und sich diese Zeit mal zu gönnen. Und das ist ganz wichtig und das fand ich auch super schön in der Woche, in der du auch dabei warst, sich mit anderen mal darüber auszutauschen. Na, welche Bedeutung hat der Alkohol im Leben? Wie ist es auch ohne Alkohol zu leben? Weil in so einer Woche sind ja nicht alles Menschen, die am gleichen Stand sind, sondern das Schöne daran ist ja, da sind ja welche dabei, die haben schon vor 10 Jahren aufgehört zu trinken. Da sind welche dabei, die trinken noch. Andere haben jemanden im Bekanntenkreis oder in der Familie, im direkten Familienumfeld und möchten sich einfach über dieses Thema oder mit diesem Thema weiter auseinandersetzen. Und wir können uns in so einer Woche einfach gegenseitig stützen und uns bereichern. Wir können diskutieren. Es gibt verschiedene Vorträge, jetzt dann eben auch von dir. Es wird auch in der Märzwoche wird noch eine Therapeutin da sein, eine Psychotherapeutin da sein, die auch ein Fastengast bei mir, regelmäßiger Fastengast bei mir ist, die sich mit Abhängigkeiten, mit Sucht auch beschäftigt und Hypnose anbietet. Auch das wird sie vorstellen und da werden wir uns mit auseinandersetzen. Also es ist eine positive, eine Urlaubswoche, es ist keine Problemwoche, wir wälzen nicht nur Probleme, wir haben so viel gelacht in unserer Woche. Also ich möchte da wirklich alle einladen, die Lust haben, sich mit dem Sober Lifestyle auseinanderzusetzen und das vielleicht auch ein Stück weit selbstverständlicher machen wollen, dass wir keinen Alkohol trinken und nicht, dass wir Alkohol trinken. Absolut. Und ich fand den Austausch, das hast du auch so schön gesagt, ich fand den Austausch wirklich live so fördernd und so toll, so angenehm.
Ich habe ja auch mit allen, auch bei den Wanderungen haben wir ja dann auch immer viele tolle Gespräche geführt. Und ja, du hast mich da auch auf die Idee gebracht. Also wer im März bei Carina nicht dabei sein kann in Brandenburg, der kann auch gerne nach Hungen zu mir kommen. Bei mir gibt es einen Ein-Tages-Workshop. Der nächste ist am 5. Februar in Hungen. Toll. Aber wie gesagt, die Idee ist durch Carina entstanden, weil ich fand das einfach, ich fand den wirklich den Austausch live sehr, sehr positiv, ja. Ja, und selbst wenn es sich nicht immer um das Thema dreht, ne? Lustigerweise, ich habe das vorher, das war jetzt die erste Sobriety-Woche, die ich gemacht habe, bei der du auch dabei gewesen bist im Oktober. Mhm. Und vorher hatte ich echt ein bisschen Respekt, habe ich gedacht, wie wird das wohl? Wie sind die Leute, die da sind, so emotional drauf? Und ne? Also wird das irgendwie schwierig? Ist es dann eher so eine, wird das vielleicht auch ein bisschen negativ, so von der Haltung her? Und genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe das schon am ersten Abend sofort gemerkt, alle haben sich geöffnet und es war, in diesem Herbst zumindest, die lustigste Truppe. Ehrlich? Die fröhlichste Truppe, ja. Ja. Also wer da Fragen hat, der kann natürlich Carina fragen, kann mich fragen, also zum Thema Sobriety-Woche. Und bei meinem Treffen am Samstag hatte ich auch so ein bisschen, natürlich vor dem ersten Mal hat man sowieso mal ein bisschen Bammel auch, aber das war genauso. Wir kannten uns alle nicht und es war wunderschön, der Austausch. Ja. Toll. Ja. Ja. Schön, dass wir uns auch gefunden haben. Ich finde es toll, dass so diese Sobriety-Szene, dass die immer ein bisschen größer wird und diese Erklärung, ich hatte das ja viel, ich musste mich viel erklären, weil alle natürlich überrascht waren, gerade Carina, die immer Party macht, die trinkt jetzt nichts mehr, warum denn nicht? Ja, kenne ich. Du. Also ich trinke ja gerne alkoholfreie Varianten, alkoholfreie Alternativen. Ich weiß, das ist nicht für jede und jeden etwas, aber für mich ist es top. Und ich habe mir echt angewöhnt, immer meinen alkoholfreien Wein oder Sekt oder irgendwas mitzubringen, sodass ich überhaupt nicht, oder Bier auch mal, sodass ich überhaupt nicht irgendwie groß angesprochen werde, weil im Glas sieht es dann einfach gleich aus. Weil manchmal werde ich da schon der Sache ein bisschen müde. Und da eher ein Bewusstsein zu schaffen, langsam aber sicher in der Gesellschaft, dass es total normal ist, nicht zu trinken und keine Droge zu sich zu nehmen, das liegt mir auch am Herzen. Auf jeden Fall. Sober is the new cool oder sober is the new black. Ja, genau. Das kommt. Also das ist im Kommen. Also dieser sober Lifestyle, ich glaube, die Gesellschaft, die wacht so langsam ein bisschen auf, Carina. Ich hoffe das, ich hoffe das. Und du trägst ja toll dazu bei. Also ich bin da ganz dankbar. Ich auch. Haben wir eigentlich alles so untergebracht im Gespräch oder haben wir noch was vergessen? Doch, wo findet? Also sag, gib nochmal deine. Ich verlinke natürlich nachher alles in den Shownotes. Es gibt auch noch detaillierte Informationen über Carina, aber vielleicht möchtest du den Zuhörerinnen schon mal vorab sagen, den Zuhörern, wo sie dich finden, wenn sie Kontakt mit dir aufnehmen möchten. Also ihr findet mich einmal bei Instagram als Carina_Sunnyside-Fasten. Da gibt es täglich Posts zum Thema Gesundheit, Fasten, auch mal Sobriety, Fitness, also alles rund um einen gesunden Lifestyle. Und ihr findet mich unter www.sunnyside-fasten.de. Das ist meine Homepage und da gibt es alle Infos zum Thema Fasten. Alle meine Retreats sind da aufgeführt. Die Termine für dieses Jahr stehen schon. Die ersten Wochen sind schon ausgebucht. Also wer teilnehmen möchte, meldet sich da einfach bei mir. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr dann aufs Kennenlernen und auf den Austausch. Ja, fantastisch. Also und ich freue mich, dich dann im März zu treffen. Aber wir hören ja, wir hören voneinander und wir sind ja sowieso im Kontakt. Und ich kann einfach nur sagen, es war ein wunderbares Gespräch, Carina. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Absolut, das machen wir dann im März. Und danke, ganz lieben Dank, dass du mein Gast warst heute. Und alles, alles Liebe und Gute weiterhin. Sehr gerne, Chris. Dir auch. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du meinem Love Sober Podcast zugehört hast. Ich hoffe, du konntest auch mal schmunzeln, auch wenn das Thema Alkohol doch recht ernst ist.
Wenn du Unterstützung suchst, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir, chris@lovesober.de, oder schaue auf meine Webseite www.lovesober.de. Mein kostenloses E-Book sende ich dir auch gerne per E-Mail zu. Am Samstag, den 5. Februar, wird es den zweiten Einfach-Nüchtern-Workshop in Hungen, 40 Autominuten von Frankfurt entfernt, geben und die Anmeldungen sind ab sofort freigeschaltet. Der Workshop ist auf Deutsch und findet von 10 bis 16 Uhr statt. Wenn du gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte und bin schon total gespannt. Alle Infos zu der heutigen Folge findest du auch in den Shownotes. Und bitte unterstütze mich und bewerte den Lovesober-Podcast, damit er weit verbreitet wird und vor allen Dingen auch vielen Menschen hilft, die noch in der Alkoholfalle stecken. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss, bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Chris. Und ganz wichtig, unterschätze niemals die Kraft, die in einem Neuanfang steckt.